Zweiter Versuch, ob es funktioniert oder nicht. Im ersten Versuch hatten wir leider Probleme mit dem Live-Chat bzw. auch mit dem Streamen. Jetzt hoffen wir mal und warten kurz, bis die nächsten Leute wieder reinkommen. Wir hatten ein paar Hänger und das ist nicht gut. Für all diejenigen, die jetzt live dazuschauen und neu dazuschauen, wir bauen einen Tuskenhelm, ein Tusken-Raider oder ein Tuskenkrieger. Genau, sowas in die Richtung. Sebastian sagt, hi, grüß dich, ich bin da, wunderbar. Ihr müsst euch wieder melden, falls der Stream heute wieder leckt. Muss ich hier wieder was ändern komplett, aber jetzt probieren wir es mal. Schauen, ob es funktioniert. Moin, moin, hallo Matthias, juhu, es geht weiter. Natürlich geht es weiter, ey. Aufgegeben wird ein Brief. Ich meine, wenn es jetzt wieder hängt, dann habe ich irgendwie technische Probleme hier und muss einen neuen Rechner anschließen oder so. Aber bis jetzt dürfte es laufen, oder? Gut. Da ich das erste Video wahrscheinlich löschen werde, weil es nichts wirklich bringt, nochmal ganz kurz. Ich habe alles mit dem 3D-Drucker gedruckt, mit zwei Druckern. Dauert ungefähr 2 Tage. Ich drucke es ohne Infill und die Sachen werden ohne Stützstrukturen gedruckt. Ihr könnt unten im Text, habe ich alles verlinkt, euch die Druckdaten auch runtersaugen und das selbst nachmachen. Wir werden heute nicht fertig, das weiß ich jetzt schon, da mir ein paar Materialien fehlen, aber wir werden das Ganze jetzt mal zusammenbauen. Und wir werden mit Smoothcast arbeiten. Smoothcast ist eine zweikomponentige Giftmischung, die extrem cool aussieht, wenn sie fertig ist. Und es soll das Ziel heute sein, es so schön wie möglich zu machen. Warum schön? Das Ding muss nicht wirklich gut gedruckt sein. Es muss nicht schön geschliffen werden. Man kann es ohne weiteres auch hässlich machen. Das ist überhaupt kein Stress, weil da kommen sowieso Lederapplikationen drauf. Viel Stoff, also nichts Tragisches. Kalle schreibt zum Kostüm. Für den ersten Film hatte Lukas gerade mal 11 Millionen zur Verfügung und alles musste gebaut werden. Nix CGI. Heutzutage kommen die mit 115 Millionen nicht ganz hin. Ja, ja, ich weiß schon. Läuft flüssig bis jetzt. Ja, hoffentlich haut's hin. Vielleicht habe ich auch so einen Slot bekommen von YouTube, der einfach ein bisschen abkackt. Jetzt schaut es aber gut aus. Wir haben 33 Zuschauer, 4 Likes. Das läuft alles und momentan 2 Minuten 20 online. Das dürft hinhauen. Gut. Ich möchte eigentlich loslegen. Schluck Wasser und dann geht's los. Ich kann nicht zu, oder ich werde nicht zu jedem Hallo sagen, aber Giftmischung klingt gut, mein Salzkreis. Naja, Giftmischung. Mal schauen. Okay, wir müssen als allererstes die fadenscheinige Geschichte hier etwas entfäden. Es ist nämlich so, dass mein Drucker leider Gottes teilweise so leichte Fäden mitgedruckt hat. Die aber wegzukriegen, ist kein Problem. Ich dachte erst, es würde an dir liegen. Ja, natürlich liegt es an dir. Es liegt nie an mir. Lass uns ein bisschen Feuer machen hier. Hallo? Einfach kurz abbrennen, das Zeug, okay? Aus. Erledigt. Jetzt haben wir alle so kleine Grispelchen drauf. Die machen wir dann. Oh, jetzt ist schon leicht weich geworden. Muss ein bisschen aufpassen. Der Michel Macher meint, bitte liken. Ja, ihr könnt natürlich liken. Jederzeit. So. Der Helm passt. Ah, oh, es ist recht warm. Der Helm passt mir recht gut. Erstaunlicherweise, weil normalerweise sind die Druckdaten immer viel zu groß oder viel zu klein, aber nie auf meinen Kopf passen. Aber auch wenn das noch nicht aussieht wie so ein Tuskenhelm, das wird einer und der wird cool, okay? Also, wir kleben, und jetzt haltet euch fest, mit Heißklebepistole. Weil das an und für sich nicht der Klebstoff ist, der am Schluss dann auch gebraucht wird oder der das Ganze dann zusammenhält. Na, was ist denn los? Ich habe halt überall Probleme. Eine Runde Heißkleber drauf. Vor allem, weil ich auch möchte, dass es relativ schnell für den Livestream hier zusammengebaut ist. So, dann muss ich mir das Ganze hier so auflegen. Wer diese Tuskenkrieger kennt, der weiß, die sind komplett einbandagiert mit Bandagen. Ja, einbandagierte Bandagen. Dementsprechend wird alles, was man jetzt hier gedruckt sieht, am Schluss nicht mehr
10. Matthias, der Sven schreibt, sei froh, dass er überhaupt was druckt. Ich kämpfe seit Tagen mit meinem Tronxy. Ja, wenn schon Drucker Tronxy heißt, da kann er nichts Gescheites drucken, ne? Sorry. Brenn die Hütte ab, brenn die Hütte ab. Ja, genau. Das wird ein Riesen-Oschi. Okay. Dann gibt es noch ein Kopfteil oder ein Hinterkopfteil. Das sollte eigentlich hier genau drauf passen. Also die Druckdaten sind solide, würde ich sagen. Mit denen kann man gut arbeiten. Jetzt mal schauen. Bisschen Überhang. Machen wir doch auch gleich dran. Die Heißklebepistole sollte an und für sich für diese Art der Zusammenklebung reichen. Man kann sich jetzt natürlich auch von Hilti zum Beispiel oder von anderen extrem tollen Heißklebestick-Produzenten die ultimativen Klebesticks kaufen. Die Anta hat bestimmt welche zu Hause von Hilti, oder Anta? Gib's doch zu. Aber da verbrennt man sich auch gern die Finger. Man sieht hier zum Beispiel, das war gestern Heißluftföhn, ne? Nur, dass ihr es wisst. Kleben ist mein Leben, sage ich noch. So. Okay, dann ist wichtig, dass man die Gaps, also die kleinen Sicken hier füllt, damit das, was wir jetzt da gleich reinschmieren, nicht rausrinnt. Ohne weiteres so eine Art Schweißnaht hier drüber kleben. Ich wette, ich habe ein Loch und dann rinnt alles aus. Wir werden gleich feststellen, wie es ist. Immer zu schmieren. Ich warte, ich kann es einfach nicht abwarten, bis der Klebstoff trocken ist. Und Leute, ich sag's euch, mein Studio wird nicht abbrennen. Es ist zwar, ich habe darin schon alles gemacht. Wartet nur auf das Video zum Thema Skibob bauen. Das mit dem neuen Typ, es war eine interessante Challenge, würde ich sagen. Die Bobs sind ja schon fertig, wir müssen sie nur noch testen. Wir warten noch auf gute Schneeverhältnisse. Aber da seht ihr dann, was man so in dem Studio vielleicht nicht machen sollte und was schon. Okay, gut, dann wird alles abgeklebt. Ob das die neue Maskenpflicht ist? Ah, jetzt ist das Klebeband da drin, natürlich. Warte mal, ich brauche, glaube ich, ein anderes Klebeband. Uno momento. Denn das, was wir jetzt machen, ist eine chemische Reaktion da drin und die wird auch noch mal warm. Damit wir aber verhindern, dass unser Helm definitiv wieder auseinanderfällt und vor allem, damit wir auch noch die letzten kleinen Reste hier abgeklebt haben, also Löcher abgeklebt haben, wird das Teil jetzt hier noch mal sachgerecht, fachgerecht wollte ich sagen, abgedichtet. Ich habe die von Rabbit, die Klebesticks sind gut, ja. Haha, du hast dich verbrannt. Ja, ich habe mich an einer Heißklebepistole verbrannt. Ich bin nämlich nicht der beste Freund mit Heißklebepistolen. Also nicht Heißklebe, ein Heißföhn, so. Das sieht übrigens nicht professionell aus, was ich hier mache, ist aber höchst professionelle Arbeit. Wie läuft der Stream? Wann warst du denn zu Hause wegen Stau? 2 Stunden Verspätung hatte ich. Die Reise hat an und für sich nur 2 Stunden gedauert. Ich hatte noch mal 2 Stunden drauf. Jetzt wird es ein Crashtest damit. Ja. Aber jetzt kann man mal testen. Oh, der passt perfekt. Ja, es ist Tuskenmäßig, würde ich sagen. Ey, ich freue mich ja voll, wenn jetzt gerade Leute einschalten, die den Kanal noch nie gesehen haben. Ich bin der neue Sido, sage ich nur. Ich moderiere nur in so einer Maske. Nur, dass ihr es wisst, ja. Nee, Spaß beiseite. Sieht eigentlich ganz vernünftig aus. So, die Augen muss ich dringend auch zukleben. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht gedacht.
Oh, ich hoffe, das bleibt dicht. Sonst wird das hier ein ordentliches Malheur. Ihr habt was zum Lachen, ich habe was zu putzen. So. Kleber aktivieren mit Feuerzeug, das ist immer gut. Ah, ich habe mit Feuer echt kein Talent, ich sag's euch. Ihr habt Spaß, ne? Ich seh's schon. Nur blöde Sprüche hier. Salzkreis, was schreibt Salzkreis? Aha, okay. Da geht's um Drucker. Und eigentlich sollte ich die Nase auch zumachen. Die cutte ich jetzt hier mal ein bisschen aus noch. Weil die ist nicht allzu schön. Wobei, nee. Nee, ich mach die Nase nicht zu. Warum? Also ich gehe mal davon aus, dass das die Nase ist. Ich muss nur in diesem Bereich hier jetzt das Ganze füllen. So, machen wir ein bisschen Chemiestunde. Seine Frau ist auch da. Grüß dich, seine Frau. Ihr braucht zwei Becher. Und ihr braucht Smoothcast 65D, den Part A und den Bart P. Also Part, nicht Bart. Ja. Wichtig zuschrauben ordentlich, damit man jetzt schütteln kann. Ohne Schütteln macht das keinen Spaß. Vor allem, wenn das Teil oder die Sachen lang rumstehen. Das wird lustig, schreibt Mensch. Ja, durchaus. Ich brauche eine Maske übrigens. Oder ich möchte eine Maske tragen. So, Maske ist mal hier. Schutzbrille natürlich und Handschuhe wären auch ganz clever. Das ist jetzt nicht so die giftigste Sache, aber es ist auch nicht die gesündeste. Ja? Ist ungefähr so wie Napalm. Wenn man weit weg steht, ist es okay. Wenn man ganz nah dran ist, scheiße. Man versucht so den Mittelweg zu finden. Streamt Matthias eigentlich live, damit ihr im Worst Case die Rettungskette im Gang setzen könnt? Ja, natürlich stream ich live. Also ihr könnt jetzt auf die Uhr schauen, es ist genau, jetzt ist genau 19 Uhr, 6. März. Ne? Wir werden jetzt wieder so ein leichtes Kommunikationsproblem haben, wenn ich spreche, aber die Maske aufhabe. So. Wie sieht es denn so aus mit der Verbindung? Sind wir noch gut oder haben wir jetzt Hacker? Der Björn fragt, was ich schon mache. Ach Björn, ich mache eine Sadomaso Crash Test Dummy Maske. Okay, das Massenverhältnis, sage ich schon. Das Mischverhältnis ist 1:1, was sehr cool ist. 1:1 kann ich, aber ich lese nochmal. Ja, 1:1. So, ich muss mal hier alles computertechnisch ein bisschen wegstellen. Ihr versteht mich einwandfrei. Okay. Was ich aber nicht mehr sehe, ist mich hier im Livestream. Warum? Ei, 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 ei. Naja, ihr. Oh. Oh, Scheiße. Ich krieg das Teil nicht auf. Das ist der Part A ist immer der so ein bisschen hartnäckig geht. Ich brauche einen Hammer. Das wirkt nicht professionell, ist es aber, okay? Was ist das für ein Zeug? Das ist so, ja, so Resin halt. Ha? Seht ihr, wie man so einen Deckel aufbekommt, ne? Wie viel machen wir denn? Machen wir lieber zwei Durchgänge, falls der erste nicht passt. Ich mische von dem Zeug lieber weniger an und mach's lieber doppelt, okay?
total behämmert, voll. Jetzt mal im Ernst, ich möchte wissen, wer jetzt von euch extra den Kanal abonniert hat, dass er hier blöde Sprüche reinschreiben kann. Kurz mal schauen. Es ist mega. Okay, der ultimative Trick beim Mischen ist, man muss es zusammenmischen. Aber mischt es immer in den zwei Bechern, in denen ihr es auch angemacht habt. Warum? Weil da immer ein bisschen Rest überbleibt und die Chance, dass man, wenn man es wieder zurückschüttet, dann doch irgendwie ein 1:1 Verhältnis zusammenbekommt, ist sehr groß. Nee, dieses Smoothcast, was ich da nutze, ist mittlerweile schon fast 1,5 Jahre alt. Wenn das nicht so sauber verpackt ist, meinerseits, dann muss man es einfach aufschlagen. Genau. Gut. Und jetzt stellt sich die große Frage, ob das Teil auch dicht ist. Wir werden sehen, wir werden sehen. Denn das, was ich jetzt mache, ist das Zeug hier drinnen möglichst schön zu verteilen. Ich habe ungefähr 5 Minuten Zeit. Dadurch legt sich eine interessante Schicht an Resin in jede Ecke und Kanten. Hey, ich bin echt dicht momentan, da läuft nichts raus. Sehr gut. Und das Resin wird weiß, wenn es schön durchgehärtet ist. Somit erkenne ich jetzt einfach noch, wo Stellen sind, die nicht super sind und wo schon. Ja? Nächster Vorteil ist, der Druck wird arschglatt. Also ich werde mir da drinnen niemals irgendwelche Schiefer einziehen oder so. Die Schutzbrille hätte ich eigentlich mir sparen können, aber passt schon. Und gleichzeitig ist das auch ein großartiger Klebstoff, weil das Resin extrem stabil wird. Ist schleifbar am Schluss. Kostet ein Vermögen. Aber man hat es auch Ewigkeiten. Wird an und für sich zum Gießen verwendet. Und ich gieße alle meine 3D-Drucker, die Helme werden zum Beispiel, damit aus. So, jetzt wird langsam zähflüssig. Und auch gleich mal tropft es noch. Nein, es tropft nicht. Und sobald zähflüssig ist, konzentriere ich mich auf diese kleinen Schlitze, in denen das Zeug jetzt noch reinrinnen soll. Jetzt wird es langsam weiß. Es tropft aber noch. Ja, ich habe noch ein paar Minuten. Seht ihr, wie hell es langsam wird? Und in wenigen Sekunden wird es dann einfach schneeweiß. Je dicker die Schicht ist, umso schneller kann dieser chemische Prozess reagieren. Je dünner es ist, umso länger braucht es. Aber jetzt kann ich mich auch auf so Stellen konzentrieren wie hier vorne. Ihr seht nichts, ne? Okay. Oh, jetzt wird das richtig gummimäßig hier. Ja. Aber zieht Handschuhe an. Ich sag's euch, das Zeug ist nicht schön. Es ist nicht angenehm. Und der ganze Helm wird ordentlich warm. Was natürlich auch ein Nachteil ist, wenn ihr sehr dünne Drucker mit Resin ausgießt. Da muss man ein bisschen aufpassen. So. Ist unglaublich interessant, dem Schweighofer zuzusehen, wie er so einen Helm die ganze Zeit dreht, oder? Dabei habe ich extra das schnelle Resin genommen. Es gibt auch langsames Resin. Das braucht 15 bis 20 Minuten, bis es trocken ist. Wirst du auch mal hart? Nicht, dass ich jetzt das Resin... Hat das ein Ablaufdatum? Wäre natürlich kacke. Es wird zäh, aber irgendwie noch nicht so schön, wie ich es haben möchte. So werden Schoko-Weihnachtsmänner hergestellt. Fände ich eine sehr aufwendige Technik.
Das sieht aus wie zu schnell abgeschüttelt. Ja, hallo. Wir sehen Kinder zu. Die können auch kombinieren. Den Helm, auch wenn es verleiht, jetzt nicht aufsetzen, okay? Wo ich was verwechselt habe? Nee, nee, nee. Nee, ich glaube nicht. Es wäre kein Schweinkopf-Art-Video, wenn ich nicht... Ah, es wird weiß, schaut. Seht ihr? Es wird weiß. Jetzt sieht es aus wie zu schnell abgeschüttelt. Auf jeden Fall nicht den Helm aufsetzen. Na, jetzt, der wird schneeweiß jetzt. Gut, ich kann, glaube ich, die Schutzbrille abnehmen. Und auch wenn es verleitet, jetzt auch nicht da reinfassen, okay? So, lassen wir es mal aushärten hier. Habt ihr Fragen? Dann können wir sie gern beantworten. Ich möchte aber kurz schauen, warum hier meine Verbindung... Jetzt läuft wieder alles. Okay, gut. Vorher hatte ich hier einen blauen Bildschirm, hier aber nicht. Aber eine geniale Technik, werde ich mir merken. Na, mal schauen, in der Theorie ist sie genial. Ja, wird langsam hart. Ich kann die Maske auch wieder runternehmen. Ich hasse es, mit Masken zu arbeiten. Der Helm hält dann von selbst auf der Glatze? Natürlich. Ja, jetzt müssen wir warten. Ne? Also hier haben wir noch ein bisschen. Ja, das. Ja. Ich fasse rein. Jetzt sage ich extra, fasst nicht rein. Aber machen wir es mal so. Ich habe hier 3 Tropfen vor mir. Solange die nicht weiß sind, werden wir hier das Teil nicht anfassen. Okay, machen wir es so. Außer, das sind Tropfen, die noch nicht im 100%, also 1:1 gemischt wurden. Aber seht ihr, der ist richtig warm. Da kann man so richtig chemische Reaktionen an die Brust drücken. Also das, ja, wird langsam trocken. Ich habe damit schon extrem viel gemacht. Ich habe viele Kostüme damit gegossen, weil wir Bauteile von Kostümen mit Latex vorher, also ich habe sie modelliert, dann mit Latex abgegossen und richtige Formen draus gemacht, weil mit dem Zeug kann man halt dann sehr, sehr schnell und sehr gut Sachen vervielfältigen. Ein Plattenwärmtauscher, ja. Von Smooth On gibt es auch aufschäumende Flüssigkeiten. Wäre vielleicht für einen Helm auch cool. Ja, da gibt's extrem viel. Also die Firma, bei der ich das kaufe, das gibt es leider jetzt nicht im Großhandel. Also auf Amazon oder so kriege ich das Zeug nicht. Das musste ich wirklich googeln. Smoothcast heißt, also Smooth On heißt die Firma. Und Smoothcast ist das Material, mit dem ich gerne arbeite. Das hat mir ein Cosplayer empfohlen, der selbst auch mit dem relativ viel Arbeit. Aber die machen, es gibt extrem geiles Zeug. Du kannst Abgussformen, also wirklich, wenn du Hände oder Köpfe abgießen möchtest, kannst du dir Materialien dort bestellen. Es ist unfassbar, was es alles gibt. Lebensmittel-echte Sachen. Es gibt sehr viel Silikone. Falls ihr zum Beispiel selbst auch eure 3D-Drucke vielleicht vervielfältigen wollt, kann man das alles dort bestellen. Ist nicht günstig, sage ich gleich. Also die lassen sich das schon zahlen, aber es ist sehr ergiebig. Also ich habe diese 2 Packungen jetzt schon Ewigkeiten. Und was sind da drin? 4 Liter? 3 Liter? Steht das hier irgendwo eigentlich? Nicht wirklich. Ja, aber schätze mal, in Summe haben wir 8 Liter oder so. 10 bis 15 Minuten habe ich Zeit zum Verarbeiten. Okay. 3,36 Kilogramm sind drin. Egal. Ob ich auch mal ein Video davon mache, wie ich gieße. Oder haben wir doch schon Videos gemacht? Ich mache das mit den Klemmbausteinen immer, ne? Aber falls ich in Zukunft wieder... Jetzt wird es so, dass man... Jetzt ist schon fast seidenmatt. Jetzt haftet nicht mehr. Sieht aus wie 5 Liter. Ja, ich glaube, das wird in Gallonen gemessen. Ich weiß nicht genau, wie viel eine Gallone ist. Ich glaube, eine Gallone sind 12 Liter, kann das sein? Nicht so tragisch. Auf der Webseite steht es bestimmt, weil das ist ein deutsches Versand. Ja eben, ich gab mal auf, das sind Gallonen. So, das hat gut funktioniert. Die Augen werden jetzt weiß, garantiert. Nein.
Oh, rechtzeitig runtergenommen. Es ist noch so weich, dass die Stellen der Augen noch gut sind. Ja, das Zeug ist jetzt noch so ein bisschen gummimäßig. Kann durchaus mit einem Cutter oder mit einem Messer geschnitten werden. Und das Schöne ist, die Materialien, also dieses Smoothcast, das ich da jetzt verwendet habe, ist tatsächlich schleifbar. Sobald es gut durchgetrocknet ist, ist es schleifbar, grundierbar und vor allem, man kann es extrem gut bemalen. Es ist so leicht saugfähig, also ist eine schöne chemische Zusammenstellung. Damit wäre der Helm jetzt an und für sich stabil, denn das Smoothcast bildet da drinnen, man sieht es auch, eine schöne durchgehende Fläche. Man muss nur aufpassen, ich dürfte recht genug, also ausreichend Material genutzt haben. Das auf den Seiten hier sind natürlich nur nicht mal ein Millimeter wahrscheinlich. Hier in der Mitte habe ich jetzt einen kleinen Pottich, wo alles zusammengeronnen ist. Also man muss wirklich schauen, dass man das ständig dreht, dass nicht alles unten am Topf hier liegen bleibt. Ist es trocken genug? Ich glaube schon. Aber ich kann immer noch gut durchsehen. Es klebt nicht mehr. Es riecht noch ein bisschen. Und man sieht auch, die Flecken hier sind auch schon weiß geworden. Alles richtig gemacht. Das Zeug leider nicht mehr verwendbar. Eigentlich brauche ich pro Durchgang immer zwei Becher. So. Was tun wir nun? Die auf jeden Fall wegstellen wieder. Ich mache hier gleich sauber, weil ich kenne mich schon, steht das Zeug wieder 3 Wochen rum. Und da scheißt mich der neue Typ wieder zusammen, weil die Werkstatt so dreckig ist. Wieder zurück. Eine Gallone sind 3,79 Liter, also 3,8 Liter. Dann dürfte das schon wirklich eine Gallone gewesen sein. Schätze ich auch, ja? Haben wir gut geschätzt. Okay, wunderbar. Das hält alles. So. Wie gesagt, es wäre jetzt schleifbar, aber es ist jetzt schon viel, viel glatter als der 3D-Druck vorher. Und wenn man das Teil dann aufsetzt, muss man sowieso schauen, dass man es gut aufsetzen kann, dass es hier irgendwie stabil ist. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt als erstes, bevor wir dann anfangen, die Außenhaut zu bearbeiten. Dazu brauche ich Schaumstoff. Auch den hatte ich irgendwo vorbereitet, aber vergessen wieder herzustellen. Schweighofer. Komm gleich. So, nächstes Material, das ich dann, oder wo ich der Meinung bin, das ist viel zu teuer. Schaumstoff kostet extrem viel, wenn man es im Baumarkt kauft. Die vergolden damit ihre Kassen, meines Erachtens nach. Wenn es bei euch in der Nähe irgendwo einen Polsterer gibt, also einen Polsterladen, einen Laden, der Tapezierungen macht oder so, die verkaufen das wesentlich günstiger. Es gibt das auch im Großhandel, nur Großhandel heißt meistens auch große Mengen. Und wenn ihr gerade mal so 2 Meter oder so von dem Schaumstoff kaufen wollt, ist das so ein Ding, wo ich sage, geht lieber zu einem Händler, der das Zeug einfach jeden Tag verwendet. Dann bekommt ihr es wahrscheinlich oder auch nur Abschnitte davon sehr, sehr kostengünstig. Raumausstatter, genau. Raumausstatter haben sowas. So, ich mache mir jetzt mal eine Deckplatte, die ich hier reinbaue. Und ich glaube, ich kann mir das sogar am besten aufzeichnen. Ich habe noch nicht wirklich eine leise Ahnung, wie groß ich es mache, aber die mache ich so oval. Ha, der Ellipsenzeichner Schweighofer. Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich habe mein Schleifmesser gar nicht dabei. Neue Klinge her. Woher kommt der Helm von Lord Helmchen? Oh, den Film muss ich mir auch wieder mal reinziehen. Spaceballs, das war legendär, finde ich. Genau, das schneide ich jetzt auch gleich ein bisschen schief aus.
Das sieht kein Mensch. Das spürt man nur, wenn man es nicht schön gemacht hat. Dass das so aussieht, ist komplett egal. Aber ich möchte, dass es schön hier in dem Helm drinnen liegt. Und schauen wir mal, ob ich immer noch gut durchsehen kann. Nee, ist kacke. Dann werde ich mir ein Kapuzinergränzchen schnitzen, glaube ich. Wisst ihr nicht, was ein Kapuzinergränzchen ist? Das ist wie ein Hämorrhoidenkissen, nur halt umgedreht. Also am Kopf. Klebstoff wieder heiß machen. Wobei, nee, lasst uns heute ein bisschen mit Klebstoff arbeiten. Ich habe Bock auf Klebstoff. Ich glaube, ich hole mir mal kurz einen Kontaktkleber. Da habt ihr sicher nichts dagegen. Hättest das Dye doch gleich mit eingegossen, dann wäre das Teil aber auch jetzt nicht angenehm zu tragen. Jetzt sieht das Ganze so aus, ist weich und ich kann es wie ein Helm tragen. Und jetzt sehe ich auch, also ihr seht nichts, ne? Aber jetzt sehe ich hier auch wunderbar gerade durch. Das passt gut. Und auf den Rändern hier möchte ich auch noch Material drauf haben. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo wir das jetzt hinmachen. Das ist alles so ein bisschen improvisiert. Beim Schweighofer läuft das so in seinen Videos. Also falls ihr glaubt, das ist ein höchst professioneller Bastelkanal. Voll fehlgeschlagen. Ist nichts drin. So, optimal. Dann brauche ich jetzt eine Möglichkeit, das hier reinzuschmieren, ohne dass ich mir die Finger komplett versaue. Ich glaube, ich mache hier... Ist das jetzt ein schön... Ja, damit kann man schön arbeiten. Okay, wunderbar. Ich brauche irgendwas zum Aufmachen. Schnüffelstoff, das ist Schnüffelstoff, definitiv. Ui, die Dose, die war nicht mehr ganz dicht, aber der Klebstoff ist noch voll okay. Das dürfte jetzt der Klebstoff von der Anter oder von der Salzkreis gewesen sein. Habe ich zum Geburtstag bekommen, weil dem Schweighofer, dem schenkt man Klebstoff. Der hat Freude mit Klebstoff. Zwei Komponentenkleber. Die es nicht kennen, der sollte, also zwei Komponentenkleber, solche Kraftkleber oder Kontaktkleber, der sollte ausgetrocknet verklebt werden. Somit schmiere ich jetzt hier alles mal ein. So, das duftet ein bisschen. Das mag ich, wenn es duftet. Warum ist diese Kamera jetzt schon wieder schlecht? Moment. Jetzt sagt er, keine Speicherkarte. Ich habe hier voll die Techniken. So, und vor allem Kontaktkleber wird auf beiden Klebeflächen aufgetragen. Muss gar nicht dicht oder dick aufgetragen werden. Macht nur mehr Spaß, wenn man daneben steht. Definitiv. Man behauptet, ich bin dem Klebstoff etwas verfallen. Kann durchaus sein, dass ich sag mal so, es ist, wenn man ein Gläschen Wein trinken möchte, tut es aber auch so ein bisschen Klebstoff. Okay? Man hat Farben auf einmal im Gesicht und in den Augen. Heute hast du technische Verbrechen. Warum? Man kann das bestimmt besser auftragen. Professioneller. Ich stehe auf nicht so professionelle Sachen. Tja. Das sollte man natürlich in einer gut durchgelüfteten Werkstatt machen. Okay. Und dann schneide ich mir, während das Ganze jetzt trocknet, gleich noch Streifen für die Ohren raus. Ich weiß nicht, wie viel ich da brauche.
Man kann sich auch ein Kinderfahrrad... Nein, es darf kein Kinderfahrradhelm sein. Es muss ein Erwachsenenfahrradhelm sein, weil das ist ja ein großes Ding. Aber da gibt es auch diese Teile, was man da reinspannen kann zum Drehen. Die kann man hier bestimmt auch nutzen. Wir brauchen definitiv eins für vorne. Seitlich. Ja. Ich möchte hier so an den Seiten haben, dass das Teil auch richtig stabil ist. Sind wir hier schon trocken? Fast. Ich soll Kopfhörer reinmachen, habe ich auch musikalische Untermalung. Ich muss hier nochmal mein Signal. Ich muss hier ein neues Kabel kaufen, glaube ich. Ihr seht es ja zum Glück nicht, aber ich sehe es, dass es hier ständig Probleme gibt. Ja, jetzt seht ihr gerade nichts, ich weiß. Jetzt seht ihr wieder was, jetzt hört ihr auch wieder was, aber ich muss hier noch kurz... Nee, läuft einfach nicht. Aber solange ihr seht, ist alles gut. Der Helm vom T800 ist ja drollig. Der sieht jetzt irgendwie psycho aus. Das ist mit Abstand der beste Helm, den ich jemals gefunden habe. Wir haben hier in der Nachbarschaft einen Second-Hand-Laden. Und das ist von... Irgendwo steht es noch drauf. Von 1920. Ein Skihelm, beziehungsweise Skisprunghelm. Und ratet mal, welchen Helm ich beim Skibob-Video tragen werde. Ich sehe einfach, ich feiere den Helm. Also ich kann jetzt auch das restliche Video gern mit dem Helm machen, weil warum auch nicht, Sicherheit geht vor. Kommen jetzt wieder mehr Videos in nächster Zeit? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich klebe das Zeug jetzt mal rein hier, okay? Von 1962, ja, ja, klar, der ist uralt. Ja, von 2062 wird er nicht sein, ne? So, damit haben wir schon mal das Kapuzinergrenzchen hier reingemacht. Ich bezweifle auch, dass... Oh, ich krieg das Teil nicht über die Ohren. Das Kapuzinergrenzchen ein Fachwort ist. Ich meine, das ist eher, glaube ich, so, wenn mehrere Kapuzinermönche zusammensitzen und einfach ein Kaffeegrenzchen machen. Das nennt man Kapuzinergrenzchen, aber der Helm an sich ist ja cool. Ich höre dann aber. So, jetzt schauen wir mal, ob das mit den Teilen hier auf der Seite gut... Das wäre perfekt. Aber ich glaube, ich mache die mit Heißklebepistole rein. Und wenn ich da vorne und hinten noch eins reinmache, mal schauen, wie sich das anfühlt. Vorne ist scheiße. Also ich muss euch jetzt einfach nur sagen, das ist toll, was ich hier mache. Ihr werdet es nicht sehen und ihr werdet es nicht spüren. Alter, wie kann man headbangen? Ey? Da geht's ab da. Okay, die sind ein bisschen zu tight. Ich muss sie spalten. Das sind schaumspalterische Sachen. Oh, da drin stinkt's übrigens. Da kriegst du es richtig ab, das Zeug. Immer mit Maske arbeiten, sage ich nur. Immer mit Maske arbeiten. Auf den T800 wirkt der Psycho, finde ich aber cool. So. Brauche ich die ja nicht mehr. Mal schauen, wir kleben die dann rein. Ein Headbang-Test muss er bestehen, voll. Ich soll ihn auf den Kopf setzen und gegen die Wand laufen. Ich warte, bis die Heißklebepistole heiß ist. Wir werden es gleich sehen. An der Stirnpartie noch ein Schaumstoffpolster. Ja, ich würde auch sagen, hier wäre es eigentlich clever. Jetzt ist die Frage, ich kann das ja eigentlich so machen. Ich kann mir... Mal schauen, ob ich das... Ja. Wenn ich
mir ein doppelseitiges Klebeband um den Kopf mache, die Teile hier drauf mache, Heißklebepistole dran mache und dann unter einmal aufsetze, dann ist das ja voll der passgenaue. Ich weiß nicht, ob das so eine clevere Idee ist. Ihr zu Hause findet das bestimmt toll, aber vielleicht mache ich es in Etappen. Ich soll es mit Druckknöpfen versuchen. Du weißt hier einfach 3-4 Druckknöpfe rein. Klick! Oder Klettverschluss. Ich könnte mir Klettverschluss auf die Pirne nehmen. Ja, genau. Jetzt kommt der Pusher durch. Ach, woher? Überhaupt nicht. Ich möchte, dass es unter einmal gut passt. Das ist die beste Idee, meinte Ronny. Vielleicht ist die Idee gar nicht so dumm. Das einzige Problem ist, beim Reingehen streife ich dann wahrscheinlich den Heißkleber hier an den Rand ab und mir dann auf die Ohren. Das, mit Heißkleber soll ich es an die Stirn kleben. Ah, jetzt haben wir, ja, genau. Nee, ich weiß, worauf ihr raus wollt und so, ne? Machen wir nicht. Nee. Wir kleben die jetzt einfach nur da rein. Na komm. So, den heizen wir gleich wieder auf hier. Hier rein. So. Alles klar, es geht mir gut, es geht mir gut. Das Stream geht weiter, wenn er im Krankenhaus ist, hoffe ich. Ich habe noch nie einen Stream nicht beendet. Ich konnte immer noch stehen. Oder gab es jemals einen Stream, wo ich mich so richtig verletzt habe? Ich glaube nicht. Geschnitten, verbrannt, ja. Es war nur eine Frage der Zeit. Weil so passiert ein Unfall im Haushalt. Heißkleber, na klar, am Kopf. Wollen wir bitte mal sehen? Die Werkstatt. Also, ich frage mich, man muss ja im Krankenhaus dann immer so ein Protokoll ausfüllen, damit die wissen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Also, haben Sie sich schon mal einen Tuskenhelm auf den Kopf geklebt? Das muss ich als erstes fragen. Vielleicht habe ich ja irgendeinen verrückten Doktor, der sagt, ah ja, ja klar, so, ja, kennen wir. Aber ich musste tatsächlich da hinten ran noch. Ja, so sehe ich intelligent aus damit? Nicht wirklich, gell? Die Drechselarbeiten waren spitze. Du meinst wohl, ja. Da habe ich auch sehr viel negatives Feedback von euch bekommen, als ich hier versucht habe, professionell zu drechseln. Das war nicht so im Sinne der meisten Leute hier. Ich brauche Heißklebesticks. Brauche ich denn meine Heißklebesticks? Nee, oder? Ja, dann weiß ich schon, was ich morgen mache. Ich habe noch genau 2 Heißklebesticks. Das war's. Ich muss die wieder auf Vorrat kaufen. Eine Werkstatt ohne Heißklebesticks, das ist eigentlich wie ein Schwimmbad ohne Bademeister, ne? Ah, was mache ich denn? So, nur die Ruhe, Matthias. Du musst dich konzentrieren, weil sonst tut das alles nur weh. Gibt es eigentlich Kaltklebesticks auch? Ich frage für einen Freund. So. Machen wir noch gleich wieder heiß. Ja.
Verbrennung Nummer 2, wer bietet mehr? Hey, ich habe auch zum Geburtstag Kältespray. Ja, krasser Scheiß. Den habe ich da hinten stehen. Den brauche ich dringend. Bis minus 45 Grad. Kältespray ist super. Mit 10% mehr Inhalt. Achso, es ist zur Kälteschrumpfung von Metallen gedacht, beim Einpassen oder um Hitzeschäden beim Löten zu vermeiden. Ist es nichts für die Haut oder was? Minus 45 Grad, ich schätze nein. Sicherheitshinweis, darf nicht in die Hände von Kindern geraten. Nicht rauchen, nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Aber es steht nicht da, dass man es nicht für die Haut verwenden darf. Nicht auf Körperteile sprühen, Erfrierungsgefahr. Okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht auf die Haut. Nur auf die Nippel. Ist das dein Nippel, der hier unten liegt? Ja, also, jetzt weiß ich es. Aber es hat kurzzeitig hat es die Verbrennung ziemlich in der Erfrierung rumgibt. Drück da. Ist es angenehm? Nee, überhaupt nicht. Ich muss hier noch bei der Nase was reinmachen. Also, ihr habt ja eh Zeit, ne? Also, ich streame sowieso so lange. Aber 138 Leute sind der Meinung, sie schauen so lange, bis der Schweighof im Krankenhaus liegt. Was ich voll okay finde, okay? Immer als die Gebrauchsanleitung lesen. Es gibt Menschen, die das in einer Tüte sprühen und einatmen. Echt? Ist das so wie Klebstoff? Aber es stand nichts drauf, dass man das nicht in eine Tüte sprühen darf und einatmen darf. Und ihr kennt mich ja. Es ist alles voll organisiert und geplant. Hier hinten ist ein komplettes Fernsehteam, das die ganze Zeit darauf schaut, dass ich alles richtig mache. Oder glaubt ihr, ich mache sowas freiwillig? Nicht für Kinder geeignet, bedeutet gleichzeitig nicht für Schweighofer geeignet. Was soll das? Ich hatte Angst, nichts kommt im Fernsehen. Beste Unterhaltung. Okay, gut. Also, ausschauen tut es drinnen mal so. Also nicht besonders schön. Aber hey, es hält. Also, ihr seht immer noch keinen Unterschied. Alles, was wir heute gemacht haben, was ihr erkennen könnt, ist, Gott, darin riecht es immer noch extrem nach Klebstoff, wollte ich nur mal kurz sagen. Also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, also, wir haben jetzt mal die erste knapp fast 50 Minuten damit verbracht, den Innenteil eines Helms zu bearbeiten, aber es ist super. Vor allem der Nasenpad hier, der drückt hier genau da drauf. Und da ist das Gefühl, dass dir jemand versucht, hier die Augen zusammenzuquetschen. Aber ich schätze mal, das Teil werde ich auch nicht allzu oft tragen. Maximal zur Karneval. Und das ist eh erst wieder nächstes Jahr. Also gut, wollen wir weitermachen. Ich hätte noch irgendwas geplant gehabt hier vorne. Was war denn das? Ach so, dass ihr mal so ein bisschen seht, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist oder wenn es fertig sein könnte. Hier kommen die Teile dran, ne? So. Und dann kommen die Teile hier an die Augen dran. Dann wirkt das schon ein bisschen Tuskenmäßig, gell? Dann haben wir hier so ein Nasenteil. Der kommt da oben drauf, aber erst kommt das ganze Leder darüber. Und dann haben wir noch 4 Hörnchen. Und das sind die ganzen gedruckten Teile. Mehr gibt's nicht. Ist ein super Schweißhelm. Das wäre geil. Ich müsste hier einfach nur 2 Platten reinmachen. Problem ist nur, das Auf- und Absetzen, dass man sieht, wo die Schweißnaht ist. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber an und für sich wäre ich der Held auf jeder Baustelle. Vor allem, wenn ich einen Schweißhelm trage, der komplett mit Schaumstoff und mit Stofftüchern umwickelt ist. Alter, ich kann das Teil nicht mehr oft aufziehen heute. Und irgendwo zwickt es hier an den Ohren. Ah, das ist die Stelle hier.
jetzt mal abschleifen hier. Ja, jetzt ist es smooth. Ja, passt. Okay, gut. Zum Leiter. Ob ich jetzt hundertprozentig die perfekt passenden Lederstücke habe, wage ich zu bezweifeln. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich das Teil so oder so im Nachhinein noch mal ein bisschen ummalen muss. Die brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich habe Rauleder, das ist aber relativ dick. Und dann habe ich dieses Leder, das ist eigentlich sehr dünn. Eigentlich kann man Kunstleder auch verwenden. Aber ich habe leider nur echtes. Und das Leder habe ich. Ich würde eine Kombination aus den zwei machen. Und wenn das zu grün ist, mache ich es lieber braun am Schluss dann mit der Airbrush. Oder was? Ich soll Produkt testen? So macht man es nicht, Videos. Erinnert ihr euch noch? Der eine oder andere war vielleicht schon auf diesem Kanal. Es gab eine Zeit, da haben chinesische Hersteller, die waren wirklich der Meinung, dass ich verdammt gute Produkttests für sie machen kann. Ich habe komische Lampen geschickt bekommen, die man irgendwie auf dem Monitor hängt, mit denen man dann den Monitor beleuchten kann. War total Schwachsinn. Und ich habe, großartigerweise, einen Mini-Beamer bekommen. Der Beamer, der war so groß, akkubetrieben und WLAN gesteuert, also Bluetooth gesteuert. Man konnte vom Handy aus dem Beamer sagen, was er beamen soll. Und meine Idee war es, in diesem Video, diesen Beamer nicht irgendwie zu testen und zu zeigen, wie toll der funktioniert, sondern ich habe ihn auf einen Helm montiert, dass er vor mir auf den Boden runterbeamt. Denn ich gehe davon aus, es wäre eine großartige Idee, wenn man beim Langlaufen, im Winter natürlich, nachts Google Maps wunderbar vorne auf die Skipiste projizieren kann, weil man hat ja einen Beamer am Kopf und sich so nicht verläuft. Das Schöne an diesen Produkttests ist dann immer, ich schicke denen natürlich jedes Mal, wenn sie mir sowas geschickt haben, dann das Video. Und da das meistens Chinesen sind, verstehen sie, glaube ich, nicht so ganz, was ich mache. Und ich kann mir vorstellen, wie das Meeting dieser chinesischen Delegation ausgesehen hat, wie sie da gesessen sind und gefragt haben, was macht der da? Meint er das ernst? Ist das so korrekt? Würden Österreicher unseren Beamer so verwenden? Aber ich habe immer wieder was geschickt bekommen. Ja? Der Philipp erinnert sich, ja? Wer will nochmal einen Stromschlag Ender 3 sehen? Daumen hoch. Susanne, hast du einen Stromschlag bekommen? Oder habe ich einen? Ah, ich glaube, ich habe mal einen Stromschlag bekommen. Ja? Kann sein. Gut, wir müssen... Wir müssen weitermachen. Und zwar, hier möchte ich das ganze vordere Teil mit Leder verkleben. Und dazu brauche ich das Klebeband, das da drinnen ist und das ich momentan recht schwierig wieder rausbekomme. Das stammt übrigens auch von diesem Second-Hand-Laden. Ich mag so altes Werkzeug. Also, heutzutage würde niemand mehr aus stabilem Metall einen Abroller für Klebebänder machen, oder? Heutzutage darf er nur noch 2 Wochen halten, dann muss man sich einen neuen kaufen. So, ich klebe den Tusken jetzt mal einfach zu. Wir müssen eine Schablone bauen. Gedruckt auf, also du fragst, auf was für einen Drucker ich das Teil gedruckt habe. Was war das? Ender 5, Alpha Weiß und den Anycubic. Ich habe da irgendwie mit jedem Drucker so ein bisschen probiert. Ich habe, während ich das Teil gedruckt habe, auch gleichzeitig versucht, meine ganzen Drucker wieder einigermaßen in Schuss zu bekommen. Der Ender 5 lief am besten, die anderen, naja, liefen halt, naja. So. Wo ist Benjamin? Das frage ich mich. Und warum hat Anta Schmerzen? Frage ich mich auch. Ich hoffe, der geht's gut.
Anta, falls du noch tippen kannst, schreib uns doch, was passiert ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, was mit dir los ist. Anta hat nämlich ganz am Anfang beim ersten Stream gesagt, dass sie Schmerzen hat. Wenn du die Spandasen später alter willst, kannst du neben dem Airbrush auch Kaffee nutzen. Ja, ich weiß. Kaffee ist eigentlich fürs Stoffsegel und so bei, wenn man Segelschiffe selbst macht und so, ist das eine super coole Sache. Aber dann stinkt er halt nach Kaffee, ne? Gut, momentan stinkt er halt nach Klebstoff. Ich mache hier übrigens eine voll professionelle Schnittanleitung. Nur damit ihr es wisst, ne? Das ist ein Schnittmuster, der ist perfekt. Der Abroller ist cool, sowas magst du auch, ja? Ich auch. So, jetzt kommt das wieder runter. Dann schneiden wir uns die perfekte Schablone daraus. Ich habe übrigens voll die Diskussion mit Amazon, denn diese Schnittmatten, die sind mir zu grün. Ich wollte irgendwas Peppiges. Und da der neue Typ ja sehr oft bei mir im Studio ist, habe ich beschlossen, ich kaufe die größte Schnittmatte, die ich bekomme, aber in der schlimmsten Farbe. Und wir haben rosarot mit pinken Streifen bekommen. Also nein, eigentlich lila mit pinken Streifen. Problem ist nur, Amazon hat beschlossen, nee, das schickt man Schweighofer nicht. Jetzt warte ich seit 5 Wochen auf diese Matte und bin voll jeden Tag am Chatten mit dem Amazon-Chat, den Leuten oder den Robotern, die da schreiben, ich weiß nicht, wer schreibt, ne? Dass ich diese rosarote Matte bekommen möchte. Sie mir aber jedes Mal sagen, ist schwierig momentan, wollen Sie das Geld zurück? Nee, ich will die rosarote Matte. Für die 12 Euro, die ihr gesagt habt. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal. Hast du mal versucht, mit einem Lötkolben 3D-Drucker zu verbinden? Habe ich jetzt mal gesehen. Geht super. Nein, geht nicht super. Ist eine richtig kacke Arbeit. Habe ich probiert, ja. Am besten sind aber die... Es gibt 3D-Stifte. Klingt jetzt komisch. Sehen aus wie große, fette Füllfelder. Kannst du hinten ein Filament reinstopfen und vorne glüht das Teil einfach nur und das Filament wird aufgehitzt. Und damit kann man relativ gut Schweißnähte erzeugen oder auch wirklich Sachen dreidimensional händisch drucken. Ist eine Schweinearbeit, aber zum Ausfüllen von solchen Gaps, wunderbar. Der Lötkolben ist halt das Problem, der nimmt halt einfach, du musst dann so extrem schleifen, weil du ja eigentlich das Material nur verschmilzt und wegnimmst und der Stift fügt halt einfach das Material hinzu. Es gibt bestimmt auch Leute, die es professionell hinbekommen. Da die Anta schreibt, Nervenstränge, Muskeln, erstmal Arme, jetzt auch Beine. Das ist ja scheiße, Anta. Weil du zu viel Fliesen legst und weil du deinen Körper nicht schonst. So glaube ich. Ja? Und weil du wahrscheinlich nicht der Mensch für Pilates bist, oder? Tut mir leid, ich wünsche dir gute Besserung. Hier schreibt man, man muss nur einen richtigen Aufsatz für den Lötkolben nutzen. Funktioniert richtig gut. Ja, aber dann lötet ihr auch richtig, wahrscheinlich mit Filament und Lötkolben, oder? Clear, mein pinke Schneidmatten gibt es auch im FOMP. Wo gibt es im FOMP Schneidmatten? Große. Also ich brauche, das ist eine kleine, ich brauche eine richtig große. Ich hätte gern so eine richtig große Schnittmatte. So, unser Muster ist fertig. Genau, Filament muss man dazu nehmen, sonst gibt es Löcher. Dachte ich eben auch. Ich glaube, das passt ganz gut für den Anfang. Das wird jetzt eine Zeit lang so aussehen wie eine Maske für Erwachsenen-Spiele im Keller. Ich sag's, wie es ist, ne? Also, falls ihr Freunde dieses Kellersportseits, ihr werdet jetzt Spaß haben. Es dauert eine Zeit, bis es aussieht wie ein Tuskenkrieger. Wahrscheinlich dauert es sogar länger, als dieses Video heute geht, aber mal schauen. Nähwelt flach gibt es in Pink in A0. Okay? A0 ist schon recht groß.
dass sich Heißkleber extrem gut mit Leder verbindet und mit PLA oder Filament verbindet, ist das die perfekte Mischung. Der Heißkleber selber ist sehr heiß. Das Filament schmilzt leicht an, gibt somit eine schöne Verbindung. Und das Leder ist rau, was zur Folge hat, dass die zwei Materialien einfach eine schöne, schöne Verbindung ergeben. So, ich muss jetzt hier einen neuen Klebestick reinmachen, sonst läuft hier gar nichts. Keine Ahnung, wie groß das sind. Wir haben große, langweilig blaue. Ich glaube, ich muss mal bei euch vorbeischauen. Man muss ja nicht alles auf Amazon kaufen. Überhaupt nicht. Aber ich streite gern mit denen. So, ich bin sehr, sehr beschäftigt gerade, deswegen kann ich... Boah, das klebt extrem schnell und extrem gut. Schau. Kellersport, Freunde, 76 Tirol. Okay. Auch mit Haut. Es gibt die Schneidmatten auch in Wunschgröße. So könnte man einen kompletten Tisch damit bedecken. Ist halt arschteuer. Boah. Der ganze Tisch hier in rosarot, das wär krass. Die geben wir aber nicht her. Achso, ihr verkauft die nicht. Aber wir verraten dir gerne, wo wir die gekauft haben. Kaffee und Popcornmaschine haben wir auch. Einfach vorbeikommen in Halle. Klingt doch gut. Wir haben da ein Meeting. Aber erstmal muss ich morgen Klebesticks kaufen. Weil sie mich auf Instagram verfolgt. Ich schätze mal, einer der ersten Postings morgen wird sein, Schweighofer. Nee, ich habe morgen kein... Wohl, ich habe ein Auto, doch. Schweighofer bei Hornbach. Klebesticks kaufen. So. Optimal. Kurz trocknen lassen. Vielleicht ist er jetzt eigentlich Kältespray interessant. Trocken. Krasser Scheiß. 76? Warum nicht 69? Stimmt, Mr. Ferrero. Oder 666. Ach so. Kellersportfreund. Jetzt hat es bei mir auch Klick gemacht. Sorry. Das ist ja schon Monate her, dass wir über das gesprochen haben. Die Frage. Unsere sind 80x120. Gibt es aber auch noch größer. Das ist 80, 120 ist groß. Groß genug, ja. So. Achso, ich sehe natürlich nichts, weil ich muss erst hier mal schauen, ob ich noch ein kleines Stanley-Messer habe oder ob das jetzt unten in der Autowerkzeugkiste ist. Damn it! Natürlich ist es unten in der Autowerkzeugkiste. Dann werden wir das jetzt hier noch gemeinsam einschneiden. Der sieht lauter Sternchen. Optimal. Also ich glaube, bisher habe ich alles richtig gemacht, was diesen Tuskenkrieger angeht. Das Problem bei solchen Live-Shows ist halt immer, ich kann nicht sagen, oh, das bringen wir jetzt nicht raus. Oder keine Ahnung, ich schneide da nochmal lieber ein Video drüber. Sondern es muss von Anfang an passen. Wie zum Beispiel jetzt das Problem, dass ich die Teile hier reinkleben muss mit der Heißklebepistole, aber ich meinen Finger hier nicht verbrennen möchte. Weil wenn der hier durchkommt, dann verbrenne ich mir garantiert die Fingerchen. Kurz mal überlegen. Ich brauche irgendwas, was ich da reinstopfen kann. Was hat die Größe eines Auges? Das wäre ideal, aber dann klebt das Teil ja irgendwie. Wollen wir probieren es? Ich bin der Meinung, man sollte oftmals Sachen einfach probieren.
Weil nur so kommt man da, kann man dann sagen, es hat funktioniert oder nicht, oder? Ich klebe hier eine runde Kleber rein. Tja. Wird schon halten. Nächste Runde. Und ich habe ja zwei von den Teilen gedruckt. Ich hoffe, ich kriege die jemals wieder raus. So. Ah, es ist also. Ich dachte, ey, das ist jetzt bestimmt schon kalt. Ist es nicht. Nur die Oberfläche. Das sieht schon fast noch. Wie machst du die Rohre jetzt auf dem Leder fest, die du vorhin gezeigt hast? Ah, das ist eine gute Frage, die ich eigentlich noch nicht wirklich lösen kann. Ich wollte jetzt ursprünglich einfach mal die Augen hier reinmachen. Da hängt jetzt überall dieses Zeug raus. Jetzt sieht es doch mal schon ganz nett aus. Und die Teile, die kommen ja hier wieder drauf. Und ich würde sagen, die mache ich ebenfalls schlichtweg mit Heißkleber drauf. Oder mit Heißkleber und da die sehr dick gedruckt sind, von hinten dann anbohren. Die Kappe sitzt komisch. Und zumindest mit zwei Schrauben von innen sichern. Das könnte auch ganz gut funktionieren. Aber der hat auf jeden Fall diese Rillen unten. Aber so weit sind wir noch nicht. Nein! Weil die Teile müssten, die müssen auf jeden Fall angebohrt werden. Die kommen ja hier links und rechts ran. Dass es so ein bisschen tuskenmäßig aussieht. Ja. Gerade unsere Schneidmatten gesucht. Die gibt es doch in allen Farben. Auch maximale Größe 100 mal 200. Oh, klar, da sind wir schon langsam auf dem Maß, wo ich hin möchte. Batman oder Robin? Um was geht's? Life-Size 112? Nee, seit Dezember schon. Ist keine Überlastung. Schonen hat nichts gebracht. Bewegen ändert nichts. Anton, da musst du so einen Mittelweg finden. Oder Klebstoff. Klebstoff ist auch so etwas, das ziemlich krass Schmerzen lindert. Einen Klebstoffkeller einrichten. Darf ich Ihnen meine Klebstoffwanne zeigen? Wie zum Baden? Nee, zum Inhalieren. Genauso. Nee, tut mir leid. Immer scheiße, wenn man Schmerzen hat und man nicht weiß, wie man sie lösen kann. Gegenschmerz erzeugen, hat früher immer jemand gesagt, was aber auch nicht wirklich was bringt. So, nächster Step wäre, dem Tusken jetzt hier das Maul zu stopfen. Das ist aber äußerst schwierig. Denn so ein Tusken, so ein Raider, der hat hier so schwierig zum Aussprechen. Wir werden es probieren. Vielleicht haut es hin, vielleicht nicht. Ich tendiere mal einfach dazu, dass ich Lederstreifen brauche. Die werden außen befestigt und dann so reingestopft. Und dann hat der Öhrer komische Falten. Das sieht mega schlecht aus. Ja. Da Kaufempfehlung vom Flavor, vom Flavorist. Patex Aroma Diffusor. Auf Deutsch Sandmenschen. Danke. Stimmt. Ist eigentlich nur ein Sandmensch. Wie viel brauche ich denn da? Man braucht zum Messen immer irgendwas Cooles, wie zum Beispiel Kopfhörerkabel. Ungefähr so viel. Boah, krass. Ich habe genauso viel. Immer erst schneiden und dann messen. Genau, sehe ich genauso. Das kommt hier drüber und das kommt dann da so rein. Und jetzt versteht ihr, was ich meine. Also es werden hier definitiv ganz viele so komische Falten entstehen, die hässlich aussehen müssen. Das müssen sie. Sonst ist es kein George Lucas Kostüm. Definitiv nicht. Und bevor man überlegt, fängt man lieber erst gleich an.
macht viel mehr Spaß, Probleme zu erkennen und dann zu lösen, als vorher schon darüber zu diskutieren und zu fachsimpeln. Erstmal ankleben. Bevor man misst, schneidet man ja auch. Haben wir schon gelernt. Das mache ich so drüber und so her. Sehr sauber. Ich hätte ja Hitzeschutzband genommen. Für das jetzt hier. Aber es soll ja aussehen wie Leder. Schweiko, ich sehe, du hast nachträglich einen Seilgriff an deinem Lederwerkzeugbox angebracht. Sieht gut aus. Ah, ja. Ich weiß. Da, dass man rausziehen kann. Ne? Und es steht oben Lederwerkzeug. Auch wenn ich weiß, dass da natürlich Lederwerkzeug drin ist, musste ich es raufschreiben, damit jeder, der in diese Werkstatt kommt, sieht, oh, da ist Lederwerkzeug drin. War mir wichtig. So, das wird wie Schweinchen Babe wird das am Schluss aussehen hier. Also ganz ehrlich, es sieht wirklich aus wie so ein bisschen SM-mäßig. Noch. Noch. Bald nicht mehr. Bald sieht es aus wie ein Tuskenkrieger. Und da ich noch ein bisschen Bock habe zum Arbeiten und ihr wahrscheinlich auch noch ganz fit seid, können wir hier ohne weiteres gut in die nächste Stunde rein basteln. Vor allem muss ich jetzt hier mal warten, bis das Teil trocken ist. Und fest reindrücken. Bekommst du denn viele feine Falten hin? Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, ich bekomme genug Falten hin. Vielleicht ist das Leder auch zu extrem dick. Also vielleicht müsste ich dünneres Leder nehmen. Aber ich schätze auch, dass ihr das hier jetzt nicht mehr so gut erkennen könnt. Wir werden es gleich sehen, ob es cool ist oder nicht. Vielleicht muss ich es einschneiden. Vielleicht bis zum nächsten Mal neues Leder besorgen. Wer weiß. Ich mache den auch zum ersten Mal. Und ich habe nicht behauptet, dass ich voll der Tusken Profityp hier bin. Aber ich lege mir die hier so zurecht. Dass man hier so, es sollten mehr Falten sein. Ne? Weil das sieht hier auch in den Filmen total kacke aus. Das sieht aus wie so in die Winterschuhe reingestopfte zu große Socken. Ihr könnt mir bestimmt folgen. Ihr wisst, wie das aussieht, ne? Für mich Stummfilm, da ich den Kleinen ins Bett bringe. Dann es soll aber nicht aussehen wie ein Hund. Nee. Das sind die Stacheln, die das dann ausmachen, dass es nicht aussieht wie ein Hund. Oh, Peter schreibt was Wichtiges. Geiles Projekt, aber für was machst du den Helm? Fotoshooting oder etwas anderes? Ich weiß nicht. Ich habe hier oben einen Stormtrooper-Helm, einen komplett verrosteten. Und dann habe ich diesen Kylo Ren-Helm. Was habe ich sonst noch von Star Wars? Nee, von Star Wars war es das. Ist einfach so Deko. Und dass wir hier ein bisschen basteln können. Weil es gibt Leute, die sind voll die Fans. Und, also von Herr der Ringe wollte ich schon sagen, von Star Wars. Und die wollen das vielleicht auch nachmachen. Für die mache ich es. Und für mich, weil ich gerne wieder mal was basteln wollte. Ich soll mal die Helme zeigen. Ja, das wird schwierig. Weil die sind festgeschraubt. Ich schaue dann gleich. Also mit der einen Seite bin ich schon recht zufrieden, die andere Seite sieht noch komisch aus. Ah, jetzt habe ich die perfekte Falte gefunden. Hm.
Das ist wie bei einem Fotoshooting mit Madonna. Jetzt haben wir die perfekte Falte. Naja, ich tendiere dazu, doch wahrscheinlich ein dünneres Leder zu kaufen. Weil es sieht schon ein bisschen aus wie ein Hund. Das muss ja hier so runter. Man sollte auch übrigens das nicht frei aus dem Kopf machen. Man sollte unbedingt Referenzbilder sich zurechtlegen. Habe ich das gemacht? Nee. Habe ich nicht. Habe ich vorher ganz kurz mal auf Google geschaut, wie so ein Helm aussieht? Ja. Glaube ich, dass ich es dennoch hinbekomme, dass er cool wird? Durchaus. Aber da kommt jetzt nochmal Leder drüber. Lederstreifen oder Lederbänder, die gerade hier um die Nase rum ganz gut dann aussehen. Und die werden optisch bestimmt voll was hermachen. Ja, eben Kunstleder wäre flexibler. Muha, ich werde beklopft. Ich schaffe es doch tatsächlich mal bei einem Livestream dabei zu sein. Bisschen spät, aber immerhin noch am Ende. Warum am Ende? Hey, wir sind nicht mal am Anfang hier richtig. Habt ihr Angst, dass ich mir einen Finger schneide? Ja, ich auch. Nur mal so nebenbei. Okay. Bald haben wir es geschafft. Oder ich. Ja, ihr schon auch ein bisschen. Ihr müsst das Ganze ja ertragen hier. Aber am Anfang muss sowas immer ein bisschen hässlich aussehen. Das am Schluss sollte man dann immer dastehen und sagen, boah, krass, dass das aus dem geworden ist. So macht Basteln am meisten Spaß. Sind eh nur die normalen Klingen und nicht die schwarzen. Kann nicht so schlimm sein, wenn ich damit schneide. Die roten, rostigen, die werden das Schlimme. So. Aber ich wollte jetzt hier für die Lederverarbeitung nicht meine Lederkiste aufmachen. Da wären auch noch ganz andere Messer drin. Das muss reichen hier. Zusammenbauen können, der selbst einen 3D-Drucker hat und beschließt, ich baue jetzt auch so einen Tuskenkrieger. So. Ja, ich habe nicht so viel Falten drin, wie eigentlich ursprünglich gedacht. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Wir veredeln das jetzt. Lederstreifen. So schaut's aus. Mit rostiger Klinge, so kommt man auch zu seiner Tetanus-Auffrischung. Tatsächlich müsste ich schon längst wieder mal Tetanus-Auffrischung bekommen. Also nicht, dass ich mich jetzt hier bewusst schneiden möchte, aber es wäre eine Möglichkeit. Irgendwas Gratis zum Schneiden hier. Ich schneide jetzt mir noch solche Streifen runter. Meine erste Tetanus-Impfung habe ich bekommen, da bin ich von einem Dackel gebissen worden. Ja, da war ich 10 oder so. Vielleicht auch 13. Ich erinnere mich jetzt sehr gerne zurück an die Tetanus-Impfung, aber auch an den bösen Biss in meinen Unterschenkel von diesem hässlichen, bösen Dackel. Besser so, nachher liegen noch überall Finger rum. Ja, ja. So, und jetzt kommen die Teile hier drüber. Aber eigentlich muss ich erst die hier befestigen. Damit ich sehe, wie weit ich die. Ich befestige erst die. Wir kommen halt recht weit. Ich glaube, wir kommen doch so weit,
dass ich sagen muss, jetzt müssen wir stoppen. Denn der nächste Arbeitsschritt wäre dann tatsächlich, den Stoff, den ich noch nicht habe, einzubauen. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter, machen den ganzen Stoff und machen vor allem, oh, ich bin total verkehrt so, und machen dann vor allem auch Airbrush, das ist wichtig. Was sieht jetzt eher nach Boxer aus? Ich mache hier voll den Tuskenkrieger, okay? Voll. Und ich habe noch genau einen halben Klebestreifen. Dammit! Ich muss die wieder runter machen. Die Augen haben nicht gepasst. Ah, die kommen auch so ein bisschen. Ah, okay. Ah, ich hoffe, ich komme mit dem Klebestreifen, mit dem Dings aus hier. So, Augen hier und die sind so ein bisschen, die gehen so ein bisschen auf der Seite raus. Vielleicht sollte ich doch die Lederstreifen erst machen. Ich denke, damit fahre ich besser. Die Bildqualität ist schlechter geworden. Nur bei dir oder bei allen anderen? Schreib mal rein. Haben wir hier jetzt Probleme wieder? Das wäre schade. Quali ist gut, okay. So, die Chance, sich jetzt zu verbrennen, ist natürlich wieder extrem hoch. Ich wette, George Lucas und seine Leute haben genauso ihren ersten Tuskenkrieger gemacht. Sandkrieger, Entschuldigung. Da macht man noch so ein bisschen Lederzeug drüber, haben die gemeint. Weißt du, so da klebt da noch ein bisschen was drauf. Und wie macht man dann das obere Zeug? Ja, machen wir einfach so ein paar Bandagen drüber. Dann fällt das niemandem auf, dass der nicht so cool aussieht. So haben die das gemacht. Zwischendurch wird schlecht. Okay, ich sag's euch aber, es dauert nicht mehr lange. Und wir sind sowieso fertig, weil mehr Bauteile habe ich nicht. Beziehungsweise geht der Klebstoff aus. Und dementsprechend kann ich dann eh nicht mehr weiterarbeiten. Der wird ganz schön schwer, der Kollege. Aber cool. Das, also die Lederstreifen da vorne, die bringen es. Die sehen geil aus. So einen brauchen wir noch. Immer wieder ist das Bild weg. Leute, wir haben es auch gleich. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass die Quali schlecht wird. Anta, danke. Ich habe ihn gefunden, den Klebestrick-Stick. So, das waren drei solche Lederbänder, die hier noch rüberkommen. Wie ich die unten dann befestige. Es kann sein, dass ich dies hier nochmal richtig schön schneiden muss. Vielleicht muss ich sie aber auch von hinten nochmal mit Heißkleber richtig gut verkleben. Weil teilweise kommt man von hinten da jetzt noch ran. Wo kommen die jetzt hin? Die kommen jetzt so hin, ne? Da auf der Seite kommen die hin. Einfach mal wieder frech rankleben und dann erst schauen, ob es gut aussieht oder nicht. Solange der Heißkleber noch nicht ganz trocken ist, ist das nicht tragisch. Ja, gefällt. Mir gefällt's.
Und das ist das Wichtigste. Und der Rest wird sowieso dann mit den Bandagen gemacht. Nee, Schmarrn, ich habe noch die Nase, scheiße. Ich habe die Nase vergessen. Die gehört hier vorne noch raus, so ein Stückchen. Damn it! Na, erstmal oben die Hörnchen drauf. Ich bin gleich durch, Leute. Wir haben es gleich. Ich möchte nur einmal aufsetzen, um euch zu zeigen, dass das ein Tuskenkrieger wird. Definitiv. Ich habe es 5-mal geschrieben. Echt? Und ich habe es nicht gelesen. Der Hasenzahnaufsatz, weil ich nicht mit Hasenzahnaufsatz wusste, was da gemeint ist wahrscheinlich. Aber es ist doch immer gut, wenn am Schluss jemand da steht und sagt, ha, ich hatte doch recht. Wäre kein Livestream vom Schweinkopf, wenn ich nicht irgendwas verbock. Und ich lese den Chat nicht ständig. So. Ob die jetzt genau dorthin gehören, müssen wir noch schauen. Aber das ist momentan. Hier riecht es nach Klebstoff. Geiler Scheiß. Das ist das, was momentan so tuskenmäßig bei meinem Livestream rausgekommen ist. Und interessanterweise sieht es da drinnen richtig schön und sauber aus. Also professioneller als draußen. Wir haben natürlich jetzt hier noch viele Probleme zu lösen. Das Schöne an der Geschichte ist aber, der Typ ist nicht nagelneu und kommt aus dem Apple Store. Der muss nicht perfekt und sauber sein, sondern der muss ja so ein bisschen abgerockt wirken. Ich sehe auch, dass ich die einzelnen Dornen hier, die gehören noch ein bisschen höher oder die ein bisschen tiefer. Aber die kann man ja jetzt wieder abnehmen. Die werden am Schluss dann erst verschraubt. Aber ich wollte nur sehen, ob sie passen. Der Buttex Raider ist das. Ja, durchaus. Ist doch ein geiles Ding, oder? Kann mal jemand einen Screenshot machen, dann kann ich das als Vorschaubild für diesen Livestream hier machen. Ich bleibe in der Zwischenzeit so, okay? Müsst ihr mir schicken. Danke. Gut, was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass Kältespray, wenn nicht draufsteht, er muss für die Haut gedacht sein, nicht für die Haut gedacht ist, okay? Kältespray einfach nur für andere Sachen nutzen, aber nicht für die Haut. Und wir haben gelernt, dass Leder sehr dick sein kann und dass man aus einem Raider auch einen Boxer machen kann. Sieht so ein bisschen aus wie ein Hund. Ist aber nicht so schlimm, oder? Kann man definitiv noch verändern. Jetzt muss ich nur noch zu meinem Stoffladen des Vertrauens und diese speziellen Stoffe finden. Mal schauen, aber da gibt es eine eigene Bezeichnung dafür. Ich glaube, es sind fast Jute-Stoffe oder die sehen aus wie Jute-Stoffe. Die fransen aber nur eine Naht lang auf, wir werden sehen. Sieht aus wie ein Techno-Hund. Ja, auf einer Techno-Party gehe ich mit dem voll ab, definitiv. Sieht noch etwas aus wie Scooby-Doo verkleidet. Und die Nase muss natürlich noch drauf. Genau, vergesst mir nie die Nase. Wäre schade, wenn 15 Minuten Druckzeit vergeudet sind. Die werde ich hier aber in der Mitte einfach abschneiden und vorne aufsetzen. Aber ich habe auch gerade festgestellt, die habe ich nicht aus Chrom-Filament gedruckt. Die muss noch verchromt werden, damit das Teil dann cool aussieht. Eingepackt wirkt er wahrscheinlich megamäßig. Gut, Leute. Damit hätten wir es. Wir sind sozusagen mit einem Tuskenkrieger fast fertig. Ab Mittwoch kann ich dann hoffentlich wieder streamen, denn dann hat der Laden auch offen und dann können wir einen zweiten Teil machen. Der Hasenscharten-Schoner. Genau, der fehlt noch. Hasen. Das ist ein Hasenscharten-Toner. Definitiv. Ja. Herzlichen Dank fürs Zusehen. 134 Leute haben zugesehen, nur 73 geliked. Muss ich damit leben? Ist einfach so. Naja. Aber wir haben 1,5 Stunden gebraucht, um das Teil hier jetzt zu bauen. Und das war recht spaßig. Aber ich muss jetzt ziemlich schnell mal meine Werkstatt durchlüften, denn es hat einen dezenten Klebstoffgeruch hier erinnert. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Fürs Zusehen. Peace, Love and...
Tuskenkrieger, Schweig Ober. Ihr könnt es auch schreiben. And out!